Grüßt euch, heute zeige ich euch den Zusammenbau der Kaimauern nach Vorbild von Hamburg und Vorbild von Bremen in der Baugröße H0. Einige werden sicher sagen, Mensch, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Die haben natürlich recht. Das Ganze ist ein Recycling unserer Bauplatten mit Zyklopenmauerwerk. Aber warum sollen sich nicht immer nur die Großen an ihrer Formgruft bedienen dürfen? Auf die Idee gekommen bin ich durch einen Kunden, der mir dieses Foto hier geschickt hat. Und das zeigt den Hamburger Hafen und die Ähnlichkeit ist natürlich frappierend. Die Stöße der einzelnen Bauteile werden durch den Prallschutz abgedeckt. Dadurch kann ich die Bauteile noch auf dem Arbeitstisch liegend farblich bearbeiten. Will ich dagegen größere Felder machen oder lasse den Prallschutz weg, muss ich die Bauteile erst einbauen und dann farblich bearbeiten. Die Bauteile erhalten erst einen Grundanstrich aus verdünnten MC110 von Vallejo. Das soll die Mörtelfugen und die Grundfarbe der Betonabdeckung darstellen. Die Mischung wird ungefähr ein Viertel Farbe. Und drei Viertel Wasser sein. Hier mal. Das ist gut so. So, ich werde jetzt alle Bauteile für mein Diorama anstreichen. Oh, das wird geil. So sieht das Ergebnis des Grundanstriches aus. Jetzt sind die einzelnen Basaltsteine dran. Eigentlich wäre es jetzt ideal, mit einem feinen Pinsel jeden Basaltstein einzeln anzustreichen. Das mache ich aber nicht. Als Basaltfarbton nehme ich den Basalt MC162. Den trage ich jetzt unverdünnt auf. Eventuell könnte man auch leicht verdünnen, aber ich mache es unverdünnt. Natürlich sollte trotzdem die Farbschicht so dünn wie möglich sein. Den Pinsel nicht zu viel mit zu viel Farbe versehen. Jetzt wird der Pinsel vorsichtig so aufgetragen, dass nur die Steine was abbekommen. Muss man so ein bisschen das Gefühl für entwickeln, aber es ist nicht wirklich schwer. Unsere Basaltköpfe. Der feine Pinsel kommt doch noch zum Einsatz. Und zwar, um die oberste Steinreihe von der Seite zu bemalen. Dazu sollte denn die Farbe auch verdünnt sein. So sieht dann das Ergebnis aus. Die sind aber noch nicht fertig. Das ist jetzt nämlich viel zu sauber und gleichmäßig. Jetzt wird das Ganze mit einem Washing verschmutzt. Ich nehme dazu wieder mein Lieblingswashing, die 513, ich sage immer der grünbraune Schmutz,
Das Washing wird sowohl auf die Betonabdeckung aufgetragen. Hier wird dann sehr schön die Struktur, die verwitterte Dampfbetonstruktur hervorgehoben, aber auch das Zyklopenmauerwerk kriegt was ab. Dadurch wird schön die Mörtelfugen verschmutzt. Nachher beim Trocknen wird das Ganze auch etwas heller wieder. Das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Es hat wirklich diesen wie Stein-Effekt. Ich werde jetzt aber dennoch noch ein bisschen trocken malen. Zum einen ist es ja das Ganze doch ein bisschen dunkel, also ein bisschen aufhellen. Und die einzelnen Basaltsteine kriegen dann noch mehr Struktur. Als Farbe nehme ich die MC123, nennt sich auf Englisch Dark Sand oder Arena Oscura auf Spanisch, ist aber in Wirklichkeit heller Sand, finde ich, vom Farbton her. Wie immer gut schütteln. Ich mache mir einen Klecks auf ein Sperrholzbrettchen und auf dem Sperrholzbrettchen werde ich dann die Farbe auch ausstreichen. Zum Trockenmalen nehme ich einen Flachpinsel und dann streiche ich die Farbe aus, so dass kaum noch Farbe vorhanden ist. Jetzt wische ich über die Oberfläche und die wenigen Pigmente, die noch da sind, ich denke, man sieht das hier gut, bleiben an den Erhöhungen haften. Das kriegt Struktur. Das gleiche natürlich auch an den Betonflächen. Auch die Kanten werden ein bisschen betont. Jetzt bin ich ein bisschen viel drauf, aber gut. Es kann auch so ein klein bisschen ungleichmäßig sein. Das ist nicht optimal, aber gefällt mir. Das ist schon gut so. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Sieht wirklich aus wie Stein oder meinetwegen Stein und Beton. Die kleinen Bauteile sind aus Acryllaser geschnitten. Hier die Prallschutzhalter von Hamburg. Die Bauteile müssen natürlich mit dem Bastelskalpell von den Haltestegen gelöst werden. Das hier sind die Nischenpoller. Kleine Reste der Stege können einfach mit der Schleifpfeile abgeschliffen werden. Das hier sind die Leiterbauteile. Die werden sowohl für Hamburg wie auch für Bremen gebraucht. Die fertig vorbereiteten Bauteile legt man dann am besten in ein Behältnis, so dass nicht alles überall rumfliegt. Und die Löcher der Kontaktplatten und auch die der Nischenpoller können 0,3 mm Drahtstücke eingeführt werden als Schraubenimitation. Dazu wird der Draht hier nur Silber, es kann natürlich auch Messing sein, in flüssigen Sekundenkleber getupft und dann einfach in die Löcher gesteckt. Der Draht wird dann einfach mit einem wartenfreien Seitenschneider abgezwickt. Zurück bleibt die Schraubenimitation. Das ist schon eine ziemliche Mühe, das Endergebnis sieht aber auch gut aus. Die Haltung für den Prallschutz gibt es nur für die Hamburger Variante und besteht aus diesen vier Teilen. Dabei werden die Laschen der Halteplatte
einfach in die Basisplatte gedrückt. Weil nicht so viel Platz ist, ist das bei der zweiten Platte dann ein bisschen schwieriger. Und zum Abschluss kommt noch der Abstandhalter, der wird dazwischen geschoben. Das war es auch schon. Jetzt wird das Ganze noch fixiert mit Aceton. Einer der großen Vorteile von den Acrylmaterial ist, dass man es mit Aceton, ich denke auch mit Nitroverdünnung, aber die stinkt mehr, schweißend verkleben kann. Aber nicht zum Beispiel mit Revell oder Fallerkunststoffkleber. Aber mit Aceton funktioniert das ganz gut. Man könnte jetzt natürlich auch flüssigen Sekundenkleber nehmen, aber einfach nur die Fugen mit Aceton bestreichen. Das Aceton kriecht dann in die Zwischenräume und verschweißt das. Zum Abschluss kann man dann nochmal von unten die Halteplatte und die Stege sichern. So kann dann der Baumstamm in die Halterung geklebt und festgeklebt werden. Die Prallschutzhalter werden mit ein bisschen Rudererkleber in die Distanzhölzchen klebt. Der Haltebügel für die Leiteranlage wird für Bremen wie Hamburg gebraucht und wird einfach in die Fußplatten gesteckt. Man kann fast noch mehr von Stöpseln sprechen. Und dann wird wieder mit Aceton fixiert. So wird dann später der Bügel auf die Mauerkrone aufgeklebt. Für die Montage der Leiter brauchen wir das entsprechende Gipsteil, denn die Halterungen werden wie bei der Endmontage in die dafür vorgesehenen Schlitze gesteckt. Und jetzt auch hier drücken. Hier sieht man, wie es eingeklipst wurde. Hier kann man hoffentlich erkennen, wie das aussehen soll. Auch hier wird dann wieder Aceton auf die Stöße gegeben, so dass sich das verbindet. Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, also das Teil der Leiter, das verbreitert ist mit den Löchern, das kommt, muss nach oben. So sieht das denn jetzt aus. Der Grund, warum ich die Kleinteile anstatt aus billigem Karton aus teurem Acrylmaterial gelasert habe, ist, dass man das Acrylmaterial besser lackieren kann. Dafür klebe ich alle Kleinteile auf ein Hölzchen mit doppelseitigem Klebeband. Das ist natürlich beim Lackieren dann sehr praktisch. Also ich verwende die dunkle Grundierung German Panzer Grey, weil ich die Sachen alle schwarz lackieren möchte. Es ist natürlich eine
Man kann auch eine hellere Grundierung nehmen. Ich habe ja auch eine rostfarbene Grundierung im Programm, geht alles. Die Nischenroller sind zum Beispiel auf dem Vorbildbild in Gelb. Ich nehme jetzt trotzdem Schwarz, aber natürlich kann man die auch gelb malen, denn sollte man natürlich eine helle Grundierung nehmen. So, alles schön grundiert. Also ich habe umdisponiert. Die Grundierung mit dem dunklen Surface Primer gefällt mir so gut, dass ich die schwarze Lackierung einfach weglasse. Und ich werde jetzt verschiedene Rosttöne auftupfen und so ein bisschen noch einen Rosteindruck zu bekommen, dass die Sachen dann leicht verrostet sind. Ich habe mir die verschiedenen Töne auf eine Kunststoffplatte gegeben, die ich als Palette nutze. Und da werde denn die Farbtöne feucht in feucht auftupfen. Dabei soll der Pinsel nicht zu feucht sein. Ich möchte ja das nicht lackieren, sondern nur so andeuten. Da so ein Rost-Effekt halt ist. Granieren würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe noch dafür zu viel Farbe auf dem Pinsel, aber ich möchte keinen wirklich deckenden Anstrich natürlich, sondern nur, dass das so eine Art Rost-Effekt ist. Also der Rost-Effekt gefällt mir. Wirklich schön nach Rost aus. So, die Kleinteile lasse ich jetzt gut aushärten und gehe dann an die Gipsbauteile. Als Prallschutz für die Hamburger Variante kommen Rundhölzchen mit 10 mm Durchmesser zum Einsatz. Die gibt es in jedem Baumarkt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man stattdessen zum Beispiel irgendwie sich Weidenruten nimmt, die ungefähr auch 10 mm Durchmesser haben. Durch die Rinde haben die bestimmt eine sehr interessante, realistische Struktur. Ich bearbeite hier die Hölzchen aber auch ein bisschen, dass sie nicht so gleichmäßig und ein bisschen gröber strukturiert aussehen. Die Prallhölzer behandle ich jetzt auch mit den Washings. Hellgrau, grün und grünbrauner Schmutz. Das Holz wird ja immer grau, wenn es ausbleicht. Deshalb oben im oberen Bereich das Hellgrau. Ich werde dann auch noch mal mit Pennpestel ein bisschen das ausbleichen hinterher. Aber hier sieht man dann jetzt die so ein bisschen die groben Strukturen. Denn so ein ganz bisschen Schmutz kommt jetzt. Und unten der Bereich, der angegammelt ist und der veralkt ist, da kommt dann natürlich das grüne Washing. Kann auch so ein bisschen hochsteigen. Vielleicht unten richtig ein bisschen doller. Die so behandelten Prallhölzer helle ich dann noch ein bisschen mit Pennpestel auf. Auch so ein bisschen ungleichmäßig.
dann noch so ein bisschen grünlich. So sieht dann das Ergebnis aus, als ob die Stämme schon jahrzehntelang im Wasser gestanden haben. Die bremischen Balkenprallschutzteile sehen wirklich schön holzartig aus. Das könnte man sicher auch so lassen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich die Sachen gerne ein bisschen vergammelt darstelle, ein bisschen patiniert. Ich hatte neulich mal ein bisschen experimentiert und habe versucht, die mit den Washings zu altern. Die Ergebnisse waren nicht das, was ich wollte. Darum habe ich mir hier drei Farben, Pen-Pestel-Farben, zurechtgelegt. Und damit möchte ich die ein bisschen bemoosen und mit dem Kalkfarbton auch ein bisschen ausbleichen. Es ist ja so, dass Holz, ungeschütztes Holz in der Natur gerne denn so ein bisschen ausgeblichen, graulich, gräulich daherkommt. So ein bisschen ausbleichen. Und ein bisschen bemoosen. Ich muss sagen, das geht sehr gut. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Oh Mist, ein ganz blöder Fehler. Der Prallschutz bei der bremischen Variante muss erst montiert werden, dann erst die Leiter. Man sieht es hier, der Prallschutz muss hinter die Leiter. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Da die Leiter fummeliger ist, werde ich jetzt Folgendes machen, den Prallschutz auseinanderschneiden und dann hinter der Leiter wieder zusammensetzen. Naja, wird auch gehen. Vielleicht noch ein bisschen Pen-Pestel drüber, dass man den Schnitt nicht mehr so sieht. Kann ja theoretisch auch beim Vorbild irgendwie so gewesen sein. Shit happens. Jetzt sind die Aufstiegstreppen dran. Ich habe die Treppenhalter mit ein bisschen Rudererkleber versehen. Und die werden einfach in die dafür vorgesehenen Schlitze gesteckt. So sieht das dann aus. Die Prallschutzhalter werden einfach mit ein bisschen Rudererkleber in die Schlitze gesteckt. Vor dem Einbau ins Diorama geht das natürlich nur bei denen im Leiterbereich. Die an den Stößen können natürlich erst nach dem Einbau eingebaut werden. Vor dem Einbau der Haltebügel sollte man die Löcher nochmal mit dem 0,3 mm Draht durchstoßen. Ich habe das bei der Leiter ehrlich gesagt vergessen, auch da sollte man das machen. Nicht, dass da Farbe drin ist, aber hier geht es. Oder so. Jetzt kommt die Montage des Haltebügels dran. Den klebe ich. Da tupfe ich die Fußplatte ganz leicht in flüssigen Sekundenkleber und klebe dann
Bügel auf. Wichtig, der muss zentriert sein, die Bohrlöcher oben müssen achsmäßig mit der Leiter sein. Oh, das klebt schon. Oh. Ich hoffe, das ist okay. Vielleicht doch besser Ruderer. Eine wirklich grässliche Fummelarbeit. Eine Arbeit für Männer ohne Nerven, die ich leider wahrscheinlich auch nicht auf Video aufnehmen kann. Ich bekomme sowas auch nicht hin. Und zwar muss jetzt dieser Golddraht durch beide Löcher gefädelt werden. Also erst die Leiter, dann den Bügel. Das ist wirklich eine Arbeit für Männer ohne Nerven. Es ist aber auch kein Problem. Man kann natürlich auch einfach diesen Draht weglassen. So, jetzt wird das noch fixiert mit ein bisschen flüssigen Sekundenkleber. Der überstehende Draht wird mit dem wartenfreien Seitenschneider abgeknipst. Jetzt werden die Drähte schnell beilackiert. So, und zum Abschluss gibt es dann natürlich noch wieder ein bisschen aufgetupfte Rostnuancen. Soweit jetzt vor dem Einbau in das Diorama möglich, werden die Keimmauern schon bestückt. Die Nischenpoller sitzen derart knirsch, dass Klebstoff nicht nötig ist. Mit Pennpestel und verschiedenen Grünnuancen kann man noch die Wasserlinie andeuten. Könnte man sicher auch mit dem Airbrush machen. Man sollte es vor der Montage der Leiter machen. Ich muss euch leider enttäuschen, ich habe gar keinen Hafen. Ich habe leider keine Schiffe, keine Kräne, keine Lagerhäuser, alles was dazugehört, eine schöne Hafenbahn. Nein, ich habe nur ein Sperrholzbrett, das ich ein bisschen braun angemalt habe. Und da klebe ich jetzt die Mauer auf. Es soll ja auch nur als Fotodiorama zu Demonstrationszwecken gebastelt werden. So. Jetzt klebe ich die Bauteile auf, ganz einfach, ich nehme Rudererkleber dafür. Mit dem Rudererkleber muss man immer sehr vorsichtig sein, weil er sehr flüssig ist. Er läuft halt gerne aus der Tube raus. Und bei den Hamburger Bauteilen muss man natürlich aufpassen, dass die Schlitze der Halterung für den Prallschutz schön zusammenpassen. Die Stoßfuge ist nicht so schlimm, weil die wird ja abgedeckt
durch den Prallschutz, wobei es aber so ist, dass man das auch ausspachteln könnte, dann würde man nichts mehr sehen von der Fuge, wenn man das gut vernünftig macht. Sieht doch irgendwie fast aus wie Hafenpolizei. Auf die Distanzhölzchen mache ich ein paar ganz kleine Tröpfchen Weißlein. Und dann werden die Halter einfach eingedrückt. Wahrscheinlich halten sie, würden die auch ohne Leim halten, aber gut. Das Prallholz wird einfach dazwischen eingeklipst und das hält. Da braucht man keinen Klebstoff. Durch das Kunstwasser wird es eh noch ein bisschen fixiert. Die bremische Variante wird genauso aufgeklebt wie die hamburgische auch. Aber Hamburger Variante, Bremer Variante, ja, wird genauso aufgeklebt, aber die sollten genau senkrecht stehen. Deshalb nehmen wir uns am besten ein Geodreieck, um das zu gewährleisten. Der Ruderer kommt ja ziemlich schnell. Vielleicht noch so ein bisschen anreiben. Das war's dann auch schon erstmal. Das steht senkrecht. Die schlichte Bremer Variante hat auch was. Den Balkenprallschutz klebe ich mit Weißleim auf. Einfach ein paar kleine Flexe machen. Immer natürlich auf die Achsen, die Pfeiler. Oh, sieht das echt aus. Das sieht wirklich echt aus. Meine Güte. Das macht sich doch sehr gut. Ich bin echt erstaunt. Ich finde, die Wirkung ist frappierend. Die Wasserfläche habe ich mit Vallejo Still Water gestaltet. Wenn ich das weiter hier ausführen würde, würde das zu weit gehen. Dann würde das Video Spielfilmlänge bekommen. Aber ein paar Hinweise habe ich doch. Dichtigkeit. Wasser sucht sich seinen Weg. Das gilt auch für Modellwasser. Also dafür sorgen, dass es wirklich nicht irgendwo rauskriechen kann. In der Waage. Bei relativ flachen Flächen wie hier in einem Hafenbecken sollte man darauf achten, dass die Fläche in der Waage liegt.
also mit einer Wasserwaage oder so. Denn das kann schon etwas ausmachen. Ein paar Millimeter Unterschied sind da schon zu viel. Luftblasen. Die Stillwater-Flasche bitte nicht ausquetschen, denn dann können sich Luftblasen bilden, die möglicherweise auch nicht wieder weggehen. Staub. Die mit Stillwater zu gestaltende Fläche sollte man abdecken, denn es dauert doch eine recht lange Zeit, bis alles durchgetrocknet ist. Und sollte denn Staub irgendwie rieseln, gibt der natürlich unschöne Effekte. Struktur des Untergrundes. Bei der Verwendung von Stillwater bildet sich nach dem Austrocknen der Untergrund ein bisschen wieder. Das kann man ausnutzen, indem man zum Beispiel im Untergrund wellige Strukturen hat, dann wird man auch Wellenstrukturen auf der Oberfläche haben. Das geht so weit mit dem Stillwater, dass sogar die Holzmaserung vom Sperrholz ein wenig zu erkennen ist, teilweise. Ich denke, das kann man sich zunutze machen. Zum Thema Wasser im Modell werde ich ganz bestimmt auch mal etwas hier berichten. Ich habe auch schon mit diesen Water Drops, die erhitzt werden müssen, gearbeitet und auch mit dem Stinkegießharz. Wenn man dafür sorgt, dass alles schön dicht ist, braucht man dann auch nicht hinterher versuchen, das Kunstwasser, das vom Arbeitstisch getropft ist und fest geworden ist, mit dem Spachtel vom Fußboden aufzukratzen. Das teure Zeug. Das ist genau eine Arbeit, die ich gerne habe. Na, jetzt geht's aber. Ja, so sieht das denn aus, kann man nur noch wegschmeißen. Teures Vergnügen. Nun zum Ergebnis des Ganzen. Hier die Bremer Variante. Und hier Hamburg. Da kriegt man doch wirklich Lust, gleich einen ganzen Hafen zu basteln. Mit Kränen, Schiffen, Barkassen. Und natürlich eine Hafenbahn. Einiges an Aufwand, aber ich finde, es lohnt sich. Dankeschön und auf Wiederschauen.